Hallo zusammen! So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Jackie Freitag und bevor wir hier mit dem Video anfangen, möchte ich dir erst noch mal eine zweite Person vorstellen. Hey ihr Lieben, kleines Update. Es ist der letzte Tag, Ladetag. Und ich zeige euch mal einmal meine Form. Da gibt es heute noch mal zwei Reiswaffeln und ich freue mich natürlich auch auf danach, auf Essen. Dann, ich freue mich einfach auf alles. Ich freue mich auf den Wettkampf, einfach die Erfahrung mitzunehmen. Ich freue mich aber auch auf danach, wieder was Normales zu essen. Und ich will nächstes Jahr einfach noch mehr rausholen und an meinen Defiziten arbeiten. Und Defizit ist auf jeden Fall noch Beine und Po. Aber gut. Erster Wettkampf, nächstes Jahr wird es noch besser. Und ich bin gerade im Studio, ich hatte jetzt gerade Formcheck und ich will euch mal dran. Und ja, jetzt geht's ans Training und es wird weitergehen. Es ist jetzt 8:30 ungefähr. Und zuletzt habe ich um 6 Uhr gegessen. Das war da auch schon mein letztes Essen. Heute war generell sehr, sehr mager. Und, ja, es geht schon wahnsinnig, wahnsinnig auf die Kraft. Und ich merke einfach, dass ich tot bin. Sowohl körperlich als auch psychisch eine schwere Zeit. Aber gut, was macht man nicht alles für die Bikini-Figur. Heute Morgen? Heute Morgen, nach ein paar Kreislaufproblemen, habe ich dann nochmal ein Schlückchen getrunken. Und jetzt geht's wieder. Ich habe ein bisschen Salz gegessen. Jetzt kommt der Kreislauf so langsam wieder. Ja, das bin tatsächlich ich. Und das Ganze ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Und wenn ich das heute sehe, dann tut mir das so weh, zu sehen, wie weh ich mir eigentlich selber getan habe. Und ja, glaubst du mir, dass ich damals gar nicht gesehen habe, in was für eine Situation ich mich eigentlich befunden habe? Ich habe wirklich damals gedacht, es wäre alles cool und ich bin auf genau den richtigen Weg. Und ich habe gedacht, ich bin stark, ich bin robust, ich bin eine Kämpferin. Und ja, das habe ich halt im Endeffekt auch gemacht, ne? Ich habe die ganze Zeit einfach gegen mich selber gekämpft. Habe versucht, im Außen einfach was zu erreichen, um eigentlich irgendwie ja, in meinem Inneren glücklich zu werden. Und wenn du dir jetzt mal die Videos anguckst, ja, du siehst selber, wie innerlich tot ich einfach war. Und ich habe erst viel später gesehen, auf was für einen bösen Weg ich mich da eigentlich befunden habe, indem ich eigentlich die ganze Zeit über mich von mir selber abtrenne. Ja, wie gesagt, ich habe versucht, den perfekten Körper zu bekommen. Ich habe mich eigentlich den ganzen Tag über mit irgendwelchen ja, Beauty-Themen, Fashion-Themen etc. auseinandergesetzt. Ich war in toxischen Beziehungen. Ich habe einfach so verbissen meine Ziele verfolgt, ohne auf mein Herz irgendwie noch zu hören. Ja, ich war einfach voll in diesem Kämpfermodus, habe meine Interessen irgendwie beiseite geschoben, habe mich einfach gar nicht um mich selber gekümmert, außer halt um mein Aussehen. Und da habe ich wirklich gedacht, dass ich dadurch einen Punkt erreichen könnte, wo ich glücklich und zufrieden irgendwie bin und mich wirklich annehmen kann. Und das Ganze ist halt ein absoluter Trugschluss. Und ich sehe aber überall, dass alle Menschen, nein, alle nicht, aber sehr, sehr viele Menschen leider versuchen, dieses Glück im Außen zu finden. Und hättest du mir damals gesagt, dass ich eigentlich in mein Inneres gehen muss, um dieses Glück zu finden, dann hätte ich das niemals geglaubt. Das wäre für mich irgendwie so ein Spruch gewesen, so ein Satz, ja, Schönheit kommt von innen oder all diese Sätze, die kannte ich zwar, aber ich hatte halt keine Ahnung, wie ich das irgendwie umsetzen soll. Und genau deswegen habe ich einfach immer weiter gekämpft. Und als ich dann begriffen habe, wirklich verstanden habe, dass ich in mein Inneres gehen muss, ja, dass hier einfach mein Leuchten steckt, dass hier mein Strahlen steckt,
dass hier meine Welt ist. Und diese Welt kann ich nur verändern, wenn ich in mein Inneres gehe und nicht, indem ich irgendwie im Außen kämpfe. Da hat sich halt mein Leben komplett gedreht. Und zu sehen, dass der Weg aber wirklich nach innen geht und wie wir diesen Weg eigentlich bestreiten, das möchte ich dir hier auf diesem Kanal zeigen. Weil ich weiß, dass wir alle dieses innere Leuchten und dieses innere Strahlen haben, solange wir uns nicht von uns selber abwenden. Und vielleicht befindest du dich gerade in irgendeiner Diät und versuchst irgendwie so deinen perfekten Körper zu bekommen oder ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst. Aber ich möchte dir hier auf diesem Kanal zeigen, was, ja, wie dein Weg zurück zu dir aussieht. Und dieser Weg, der kann halt einfach nicht gegangen werden, einfach nur über den Bereich im Außen, irgendwie über den Bereich Body, sondern da gehören mehrere Themen zu. Viele, viele verschiedene Themen, aber der Weg kommt immer von innen. Und ich möchte mit dir vor allen Dingen drei große Teilbereiche hier auf diesem Kanal besprechen. Und das ist einmal Body, ja, und nicht die Perfektion des Bodies, sondern unser Körper und wir gehören zusammen und wir haben aber gelernt, gegen ihn zu kämpfen und uns von ihm abzutrennen. Aber wir können auch lernen, wieder uns mit ihm zu verbinden. Und dann der Bereich Food. Und hier geht es mir auch nicht darum, irgendwelche Kalorien zu zählen, um halt wieder irgendein bestimmtes Äußeres zu erreichen, sondern es geht mir darum, dir zu zeigen, wie viel eigentlich die Nahrung, die du zu dir nimmst, verändert. Ja, sie verändert, wie du dich fühlst. Sie verändert komplett deine Emotionen, sie verändern, was du deinem Körper gibst, also wie vital, wie fit du bist. Die Nahrung, die du zu dir nimmst, ja, die hast du einfach, die nimmst du zu dir, die ist in dir und natürlich hat die einen Wahnsinnseinfluss auf so viele Bereiche. Ja, und leider haben wir irgendwann angefangen, Essen ja entweder nur als Mittel zum Zweck zu sehen, um eine gewisse Optik zu erreichen oder halt irgendwie sehr unbewusst zu essen. Das Thema möchte ich mit dir teilen, aber ganz wichtig auch Soul, ja, den Bereich, den ich all die Jahre vergessen habe, der aber genau dazu führt, dass du dein inneres Leuchten wieder bekommst, dein inneres Strahlen. Und darauf kannst du alles aufbauen. Wie gesagt, dann kannst du all das erreichen trotzdem. Du darfst dich trotzdem um dein Äußeres kümmern, ja, aber nicht mit der Intention, dadurch irgendwie Glück zu erlangen, weil das bekommst du nur hier. Ja, und mit diesem Bereich kannst du dann all deine Ziele auch verfolgen. Ja, du darfst auch natürlich Sport machen, du darfst auch Wert auf gesunde Ernährung legen, du darfst auch Ziele verfolgen, aber das alles in Liebe. Das alles in Liebe und Selbstfürsorge. Und genau diese Themen möchte ich mit dir teilen und möchte dir zeigen, ja, wie du es auch schaffen kannst, wirklich dieses innere Glück zu erlangen. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Du hast am Anfang meine Videos gesehen, ja, du hast gesehen, was mein Standpunkt war und ich hatte noch üblere Zeiten. Aber ich weiß, dass wir alle dieses innere Leuchten haben, alle dieses innere Strahlen und wir können das wieder zum Leben erwecken. Und genau das möchte ich dir zeigen. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich natürlich auf dein Bild, was du hinterher hast, wenn du wieder in dein Inneres gehst. Und ja, also wenn du all diese Themen mitbekommen möchtest, freue ich mich natürlich sehr über ein Like, freue mich, wenn du mich abonnierst und dann werden wir ganz, ganz viele tolle und spannende Inhalte zusammen bearbeiten. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.